Mit der Version 21 haben wir ebenfalls den gesamten Katalog der Haustüren und der Haustürseitenteile komplett neu erstellt. Das heißt, wir haben von vielen Anwendern über das letzte Jahr halt eine ganze Menge an Einzelwünschen gekriegt. Könnt ihr uns die Haustür, könnt ihr uns das Seitenteil etc. etc. ergänzen? Und aus diesem Grund haben wir irgendwann gesagt, okay, wir modernisieren den gesamten Katalog. Das heißt also, alle alten Türen sind raus. Es ist ein komplett neues Set drin, das wesentlich umfangreicher als das alte ist. Und bei dem wir eins gemacht haben, wir haben mit einer ganzen Menge an Industriepartnern gesprochen. Wir haben viele Kunden gefragt, welche Hersteller habt ihr im Sortiment drin, und haben dort von vielen Anbietern entsprechend Unterstützung bekommen. Keratüren hat uns dort zum Beispiel ihre ganzen entsprechenden Muster der Türblattfüllungen entsprechend zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben eins gemacht, wir haben gesagt, alles das, was die Kunden üblicherweise an Geometrien verwenden, wollen wir in die Software integrieren. Das haben wir getan. Diese Varianten stehen jetzt zur Verfügung, und bitte Achtung für alle Altanwender von VI. Das bedeutet, wenn Sie eine bestehende Planung öffnen, dann haben Sie automatisch sowohl in den Ansichten, die ja aus der 3D generiert werden, als auch in der 3D eben neue Türmodellierungen, viel, viel detaillierter, viel hochwertiger etc. Gleichzeitig ist innerhalb dieser Türen auch die Materialsteuerung entsprechend enthalten, und das möchte ich Ihnen ebenfalls noch einmal zeigen. Bitte eins, haben Sie auf der Liste, dass wir bei den Haustüren, wenn wir diese setzen, natürlich automatisch auf der Liste haben müssen, sollten, dürften, dass wir zum oder seit dem 01.01. eine Baurechtsveränderung in Deutschland haben. Das heißt, wenn wir uns hier die Türen anschauen, dann sehen Sie erstmal, es ist sehr, 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 sehr viel. Es sind sehr viele unterschiedliche Optiken vorhanden. Und es ist so, dass der eine oder andere, der hauptsächlich die Texte, die hier stehen, liest, sagt, was ist denn mit meinen Nebeneingangstüren? Hintergrund, früher gab es mal Optiken, die wir Nebeneingangstüren genannt haben. Jetzt ist es so, die Optiken selber werden nur mehr von der Benennung her beschrieben. Ist es modern, ist es klassisch, ist es mit Glasausschnitt? Und Sie dürfen bitte für sich entscheiden, welche der Optiken, ne, Sie bei sich eben zum Beispiel für die Nebeneingangstüren verwenden wollen. Lassen Sie sich dort nicht von der Begrifflichkeit entsprechend Anführungszeichen ins Boxhorn jagen. Bitte Achtung, wir hatten gesagt Baurechtsveränderung. Das heißt, bitte haben Sie auf der Liste, dass wenn Sie entsprechend Türen, so wie hier mal dargestellt, mit großen entsprechend Verschnörkelungen, mit halbrunden Glasausschnitten etc. etc., wenn Sie sowas in den Standortplänen darstellen, bitte synchronisieren Sie das Ganze mit dem Standort Ihrer Bauleistungsbeschreibung, um eben abzusichern, dass Sie nicht irgendwelche Türblätter darstellen, wo Sie wissen, die kosten mehrere tausende Euro, und im Standard der Baubeschreibung steht dann, Türblatt, Standard, 1000 Euro. Bitte Achtung für alle, die in der Kalkulation auf dem aktuellen Stand sind. Sie wissen, wir haben mit der Version 20 zum Beispiel bei den Balkonen dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, wenn ein verschnörkeltes Balkongeländer geplant ist, wird automatisch eine hohe Preisgruppe kalkuliert. Wenn es ein Balkongeländer mit klaren Streben ist, wird eine simple Preisgruppe kalkuliert. Diese technischen Möglichkeiten sind in der Kalkulation auch vorhanden. Das heißt also, jede dieser Türblattfüllungen wird in die Kalk geliefert. Man könnte das Ganze automatisch in Preisgruppen einordnen. Im Standard der Branchenmodelle ist das nicht gemacht, weil halt eben die meisten in der Baubeschreibung stehen haben, Türblatt bis so und so viel Euro. So ist es voreingestellt, und Sie könnten das Ganze entsprechend jederzeit verändern. Wichtig ist eins, Sie sind in der Lage, natürlich diese Türen inklusive auch der Seitenteile zu verändern. Das bedeutet, es gibt eine Materialsteuerung, und jeder von Ihnen weiß, wenn ich über Materialsteuerung rede, dann reden wir davon, dass Sie die Taste M auf der Tastatur drücken. Ich gehe jetzt hier mal mit Abbrechen nochmal raus, und dass Sie eben hier entsprechend die Materialsteuerung vornehmen würden. Das heißt also ebenfalls für die Bauelemente, für die Haustüren und so weiter und so fort. Das hat jeder auf der Liste. Ich möchte das Ihnen einfach nur, damit Sie die Vorschau sehen, hier
innerhalb des Dialoges der Haustüren zeigen. Bitte Achtung. Das heißt, es gibt auch hier die Materialsteuerung. Üblicherweise, Sie wissen das, Sie machen es über MV-Material. Wenn Sie hier etwas einstellen, dann machen Sie nur eins, Sie klinken dieses eine Element aus der globalen Materialsteuerung aus. Würde bedeuten, Sie haben 15 Fenster im Haus, bei einem Fenster steuern Sie über das Registermaterial, dass dieses Fenster einen roten Rahmen hat, dann hätten alle anderen Fenster den Rahmen, der an der globalen Materialsteuerung eingestellt ist, und nur dieses eine Fenster hätte eben einen anderen Rahmen. Wenn Rahmen Ihnen als Beispiel nicht gefällt, bleiben wir bei Glas. Das heißt also, Sie könnten damit dem Fenster im WC ein Chinchilla-Glas geben, während alle anderen Fenster das normal und global eingestellte Glas haben. So macht das Sinn. Bitte, wie gesagt, wenn Sie jede einzelne Außenwand anklicken, rechte Maustaste, um der ein anderes Material zu geben, das wäre dann eine nicht besonders sinnvolle Vorgehensweise oder Nutzung dieser Funktion. Sie sehen jetzt beim Material, Sie haben hier ein Tree für die ganzen Materialgeschichten und wir sehen, wir haben bei diesem Tree zweimal ein Plus, das heißt, wir haben unter diesem Bereich Füllungen jeweils eine Variante 1, 2 und das gilt auch bei Glas und bei Sichtschutz. Das heißt also, wenn ich jetzt hier bei Füllungen zum Beispiel sagen würde, ich mache hier Metall-Weinrot raus, dann sehen Sie über das Farbigwerden der Häuser, dass über den Übermenüpunkt Füllung beide Unterpunkte, sprich Füllung 1 und Füllung 2, automatisch angepasst wurden. Das heißt, heute würden wir es künstliche Intelligenz nennen. Das heißt, also man versucht vorweg zu sehen, was will der Anwender. Wenn Sie jetzt auf die Füllung 2 gehen würden, dort auf Metallweiß gehen, erst dann sehen Sie, dass das unterschiedliche Bereiche sind, die Sie eben in einer Tür steuern können. Und je nachdem, was für eine Tür Sie gewählt haben, ist es eben so, dass diese Bereiche unterschiedlich sind. Das heißt also, grundsätzlich ist es bei allen Varianten so, dass es eben mehrfarbige Türen sind, dass der Rahmen unterschiedlich steuerbar ist, dass auch das Glas unterschiedlich steuerbar ist. Das heißt also, dass eben hier, wenn ich auf Glas gehe, ich eine Glassteuerung habe, die momentan auf Taubenblau ist. Ich könnte die auch mal auf Kupfer stehen und in Sichtschutz eingestellt ist, der eben wiederum über einen Farbwert verfügt. Das heißt also, Sie sehen, hier gibt es unterschiedliche Varianten, dies farbig zu steuern. Wir haben das im Standard gleich eingestellt. Das heißt also, wir haben dafür gesorgt, dass nicht bei Ihnen plötzlich, wenn Sie Ihre alten Pläne öffnen, alle Haustüren mehrfarbig sind. Sie haben aber auf der Liste, Sie sind halt in der Lage, das Ganze hier zu steuern. Wir haben dort halt die Bereiche von den Haustürherstellern übernommen, weil die meisten dieser Kataloge sind im Original eben so, dass sie durchaus zweifarbig ausgeführt werden können. Wichtig ist eins, wir haben darüber gesprochen, wie ändere ich Sachen, waren dabei zum Beispiel global eben bei diesem Thema Material. Und wir haben in den V21 Workshops für diejenigen von Ihnen, die dort nicht da waren, an der Stelle immer mal ins Auditorium gefragt, wer von Ihnen weiß, wie Sie mit 3 Klicks bei allen, in dem Fall nicht Haustüren, sondern Fenster- und Terrassentüren, zum Beispiel die Sprossen einschalten oder ausschalten, Klappläden dazu, Faschen dazu und so weiter und so fort. Und haben dort festgestellt, hatte nicht jeder auf der Liste. Das heißt, auch hier nochmal für Sie als kurze Wiederholung unter Werkzeuge, Fenster-, Terrassentüreigenschaften gibt es halt eben diese Möglichkeit, das Ganze zu global zu steuern. Das heißt also entweder in alle Fenstersprossen rein, in alle Fensterfaschen rein, Klappladen und so weiter und so fort. Das vielleicht nochmal als kleiner Hinweis, wenn wir von der Bearbeitung von vorhandenen Elementen reden. Und bitte nochmal an alle, haben Sie auf der Liste gerade nur oder gerade diejenigen, die hauptsächlich im Planungsbereich unterwegs sind, bitte bauen Sie keine Potjomkinschen Dörfer, stellen Sie nicht irgendwelche exklusivsten Türen dar, wenn Sie wissen, dass dort unter Umständen das, was im Standard der Bauleistungsbeschreibung enthalten ist, eine sehr, sehr einfache Ausführung da ist, beziehungsweise wenn Sie sagen bei Ihnen, es wäre Ihnen eigentlich lieber, dass ähnlich wie bei den Balkongeländern die geplante Geometrie dazu führt, dass es entweder teurer oder günstiger ist, dann bitte entsprechend einfach in der Kalkulation das umstellen, gehen Sie auf Ihre Coaches zu oder holen Sie sich oder sehen Sie sich das entsprechende Video dazu an.